Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die. Wir sind immer noch im Dishong Tower. Haben allerdings kaum noch Platz. Also sollten wir eigentlich erstmal ablegen gehen. Und wir sollen hier halt den Fahrstuhl weiter nach oben, so wie das aussieht. Ja, dann laufen wir jetzt erstmal zurück. Warte mal, ich muss da durch. Das kann jetzt natürlich erstmal ein bisschen dauern. Hier lang, da lang. Irrgarten hier. Warte mal. Scheiße, wo ging es denn jetzt weiter? Ach stimmt, genau. Ihr müsst mal runter. Immer wieder im Weinclub hier. Warte mal, da sind wir rübergegangen. Nee, das war nur der Abstellraum. Ab durch die Küche. So, der Tanzclub. Oder eher, naja, nee, Tanzclub ist es wohl weniger. Egal, können wir schon mal eine Abkürzung nehmen. Genau, Treppenhaus. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch mal ganz kurz aufteilen. Die nicht so geilen Sachen vielleicht doch mal hier in die Dishong Tower in die Kisten legen, nur die guten Sachen im Motorrad behalten. Ja, ich denke mal, da unten, das sind schon wieder neue Sleeper. Oh, da ist auch ein Bulle. Okay, bis sie durchs Panzerglas sind, das wird ein bisschen dauern. Ja, wieder kein Bär hier irgendwo. Ja, mal überlegen hier. Also so richtig einen Plan habe ich nicht, weil das ist einfach viel zu viel. Haben wir da in unserer Basis schon einen Grill? Das weiß ich gar nicht, ey. Geschoss. Die ist immerhin 200 wert. Die ist immerhin 70 wert. Da ist noch irgendwas Cooles hier. Na hier, Schrot. Wir wieder neue Moni für den Turm machen können. Warte mal, wir können erstmal den machen. Zack. Da holen wir uns natürlich die wieder zurück. Und die holen wir uns auch wieder zurück. Ah, 40. Tja, Elektroteile sind auch immer nice. Das ist, glaube ich, alles nicht so wichtig. Ja, Papier, Gammelfleisch, Stofffetzen, Plastikteile haben wir so viele. Döschen, hier kommen, das hauen wir direkt rein. Was zu saufen hauen wir uns auch noch mal direkt rein. Bisschen Blei, Zement. Goldrute, Kaffee. Hier, das auch weg. Den Rest behalten wir mal erstmal im Motorrad.
Was? Da ist der Bulle. Dreckiger, ey. Das war's, Bulle. Das war's für euch. Na, ja, ein Soldat. Dann gibt's doch nochmal. Oh, Alter, das hat mir eingeklatscht. Zumindest nochmal 750 XP. So geil, wie seine Gedärme raushängen. cooler Soldat, ey, mit Loot. Das bringen wir doch gleich erstmal wieder ins Motorrad. Dort hier alles wieder ein bisschen lange, aber egal. Was war denn das jetzt hier? Helm. Wenn wir den reparieren? Und das reparieren wir auch mal. Naja, immerhin 64. Ah, das ist schon richtig geil. 347. So. Futter und Medikamente. Futter. Döschen. Futter. Money. Pfeilspitzen mit rein. Klamotten. Die sind auch noch Klamotten für den Trader. Ja, komm, hier packen wir Teile mit rein. Dann dürfte das Schrott sein, ne? Haben wir alles drin? 2 Stunden noch? Ach komm, einmal gehen wir noch mal kurz hoch, würde ich sagen. Naja, bis wir da angekommen sind, wo wir hinwollen, das dauert auch wieder ewig. Ja, ich mal gucken, am nächsten Tag, ob wir hier nicht irgendwie die Leiter nochmal ein bisschen höher machen können. Genau, Treppenhaus. Ist die Ausdauer weg. Hätte ich mir mal Kaffee reingedückt. Ach so, stimmt ja. Jo. Ich sag ja, gleich schon 8:30. Achso, warte mal, da sind wir wieder angekommen. Ich hab nichts verloren. Alter, was für ein Glück. Das Glück ist hier wirklich mit den Dummen. Leiter.
8 waren zu viel. Egal. Ich bin tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie hoch ich muss. Das Gute ist, jetzt wäre hier noch unsere Leitern los. Nur zwei erstmal. Das ist die Frage, war ich hier schon? Das sieht irgendwie nicht so aus, ne? Wo bin ich denn rausgekommen, wenn ich das wüsste? Tisch und Tisch, was denn hier? Hier ist auf jeden Fall zu. Nichts vergessen, ne? Hier ist auch zu. War ich schon so hoch? Ist auch zu. Das muss doch hier gewesen sein, oder nicht? Weil hier ja dieser kleine Abstand ist. Ja, das ist auch hier. Alter, das geht noch so hoch. Das ist ja übel, ey. Genau. Dann sollst du hier lang. Oh Gott, das um 9:30. Shitslaw. Das ist hier Anwaltskanzlei oder was? Noch ist niemand zu sehen. Ja, wir müssen hier gleich abhauen. Warum zeigt das Licht hier hin? Sicher, sicher. Weil wir jetzt auch Nacht haben, dann sollten wir erstmal wegbringen gehen. Ich setze mir hier mal einen Marker. So. Da geht's weiter. So, die Panik natürlich noch größer. Vielleicht hier noch mal eine Leiter hochbauen. Das kann man sich eigentlich ganz gut merken.
Da sind wir wieder beim Wein. Abkürzung. Dann war doch hier doch irgendwo das Fenster, ne? Ja, ist hier natürlich wieder noch unendlich Platz. Da kommt irgendwo was. Ist was für dich. Oh, da kommt ein Wolf. Was ist das? Oh. Es war sogar ein Wag. Ich wollte es nicht sagen, jetzt kommt es von allen Seiten. Das war sogar eine Feral. Komm, scheiß auf die Leiter. Wir nehmen jetzt den Wagen mit. So, da haben wir immer noch ein bisschen Platz haben. Plündern wir doch hier noch die Kisten wieder. Ja, ich bin überlastet. Ich hab noch ein Plätzchen frei. Er kommt da lieber eins von den Büchern mit. Da, mal ab zum Outpost. So, und da sind wir wieder. Das ganze Motorrad ist auch noch voll. Ich mache hier für euch wieder einen kurzen Cut, damit ihr das ganze Ablegen jetzt nicht verfolgen braucht. Das ist ja recht uninteressant. Bis gleich. Und da ist er wieder. So, jetzt werden wir mal gucken. Jetzt bauen wir uns hier erstmal einen Forge. Wenn wir das hinkriegen, wenn wir alles da haben. Wie war das? Ich glaube, Lehm, Steine haben wir. Was noch? Rohre? Erstmal gucken. Leder und Klebeband noch. Klebeband haben wir hier nur ein, aber das macht nichts. Machen wir es nochmal auf 6. Dann brauchen wir unsere Schmiede. Den haben wir die nämlich auch schon mal hier. Wie lange dauert die noch? Oh, die ist gleich fertig.
Izzy? Ach komm, ich stelle sie direkt so hin. Komm, wir machen ein Bass. Denk mal so, bis Mittag können wir da auf jeden Fall noch mal reingehen. Schrotmoni muss noch weg. Ey, die Kiste ist voll. Wie viel haben wir denn in... Die ist auch geil. Die ist schon mit komplett Klamotten voll. Hier kriegen wir noch 11 Sachen rein. Dann entlasten wir die Kiste hier ein bisschen. Das muss erst repariert werden. Nein. So, es ist die Kiste auch voll. So, ein bisschen Muni haben wir noch. 2.14 Uhr. Ich könnte mal was futtern. Dann heile ich nebenbei auch gleich ein bisschen. Nee, warte mal. Saufen von hier. Schon mal wieder rüber. Bis wir da sind, wo wir hin wollen, geht die Sonne sowieso auf. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir die Shong Tower noch machen müssen. Ne, warte mal, da ging's nicht weiter. Hier mussten wir erstmal durchs Trap aus. Na, 3 Uhr. Was für ein Weg. Wir sind immer noch nicht bei den Anwälten angekommen. Genau, jetzt sind wir hier durch. Nicht wieder runterfallen. Da gibt's nichts. Kann ich die nämlich auch wegmachen. Nein! Geht auf den Absatz.
Kann man da schon irgendwas sehen? Ist es da vorne ein Verstrahlter? Das wird jetzt knistern. Oder werden hier vielleicht wieder welche aufgewacht, weckt, aufgewacht. Na, kommt keiner. Warum kommt da keiner? Sind noch mehr aufgewacht. Die müssen irgendwo eingesperrt sein. Hier hinter der Wand. Aber naja, zum Glück ist jetzt ja wieder Tag. Das ist ein Ferrari. Okay, der nicht. Der nächste. Na, nur die beiden oder was? Kommt man da in den Raum rein, wo der herkam? Ja. Gibt's aber überall nix. Tatsächlich absolut gar nichts. Was ist hier? Ist da was hinter? Oh, Bücherregal. Boah, zwei, die wir noch nicht haben. Großvaters Lernelixier. Das ist schön. Was ist das? Pfeilauflagemod. Das ist nur Papier. Das haben wir leider schon, aber egal. Können wir verkaufen? Oh, das haben wir auch noch nicht. Nachtpirscher. Pyjama-Party. Zu Partys sollte man immer ein bisschen zu spät kommen. Für geschlafenen Opfer nachts mit Schleichangriffen 50% Schaden zusätzlich zu. Ich mach doch nachts sowieso, glaube ich, schon mehr Schaden, ne? Das Ding. Super. Sie haben oder? Ah, kommt noch ein Pfeil dabei. Ich häng hier am Tisch fest. Kommt noch einer. Schlipsträger. Da war viel zu spät gesehen. Bauplan automatische Schrotflinte. Ja, also dieser Punkt da aufs Looten, der hat uns richtig was gebracht.
Ermöglichen. Aha, wir sollen ja also wieder aus dem Fenster raus. Und Muni, gute? Naja, immerhin ein bisschen. Und Waffenteile, das ist natürlich für Tower nicht schlecht. Ja, wir sollen hier wieder raus. Wie sieht's mit Platz aus? Ja, Platz ist noch super. Also könnten wir rein theoretisch wieder an dem nächsten Holzbrett eine Leiter nach oben legen. Und es sind immer noch. Das ist das, wo wir sind. Eins, zwei, drei. Vier Stockwerke bis oben. Immer noch. Ist echt crazy. Ja, da wachen wir jetzt auch schon alle auf. Oh, da sind so einige Ferals bei. Kommt ihr hier lang? Der ist abgeschmiert. warte mal. Wie viel AK haben wir noch? Ja, etwas über 100. Der hämmert darum. Nicht looten? Müssen wir gefangen? Nö, nicht wirklich. Schießpulver! Ey, aber den kann man durchsuchen. Ne. Doch nicht. Das war nur der Stuhl. Komm hier, Kaffee rein donnern. 6.20 Uhr, gute Zeit. Hier hat sich die Natur wieder durchgesetzt. Hier ist Garten. Naja, wir sollen auf jeden Fall da hoch. Gibt's denn hier noch was? Drei Bücherregale. Platz. Boah, da können wir doch ein bisschen. Hier ist wieder so ein Eckbüro. Und dann hier an der rauchenden, wärmenden Tonne werden wir diese Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und in der nächsten Folge geht's mit dem Dishong Tower weiter. Bis denne und tschüss.